Hi und herzlich willkommen zu Pound the Tech. Ganz, ganz viele Leute fangen etwas an und ziehen es nicht durch. Ich bekomme Unmengen an E-Mails, ich habe sie gar nicht gezählt, aber ich weiß nicht, wie viele Nachrichten es in den letzten Monaten und Jahren waren, wo ich wirklich frustrierte Zuschauerinnen und Leserinnen habe, die sagen, hey, ich habe schon so viel ausprobiert, so viele Diäten, so viele Trainingsprogramme, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Ja? Der Erfolg bleibt aus. Ich fange immer voll motiviert an und dann lässt es nach und dann ist das Ganze beim Teufel und meistens bin ich so frustriert, dass es dann der Endeffekt noch schlechter ist, als es vorher war, weil ich dann denke, ach, ist doch völlig egal, jetzt habe ich es eh schon versaut, jetzt kann ich auch wieder was Ungesundes essen oder ich lasse den Sport jetzt ganz sein. Und meine Erfahrung zeigt, dass Ernährung und Fitness zwar wichtig sind, aber sehr, sehr viel wichtiger ist das, was wirklich zwischen deinen Ohren, also in deinem Kopf stattfindet, das heißt dein Mindset, deine Einstellung. Und wenn du das in den Griff kriegst, deine Gedanken, dein Mindset auf einen guten Weg bringst, dann wird es ganz einfach, deine Ziele auch zu erreichen. Das gilt für alle möglichen Sachen, aber hier jetzt speziell natürlich auch um Fitness. Also es dreht sich um deine Figurziele, wie du dein persönliches Wohlfühlgewicht bekommst. Und meine Erfahrung zeigt, dass die meisten Leute, vor allem Frauen, sich schnell überfordern. Das heißt, wir wollen es perfekt machen. Ja? Wenn wir es anfangen, dann richtig. Und wir nutzen es dann voll aus. Wir gehen stundenlang joggen. Wir sind total strikt mit der Ernährung. Und das hält kein Mensch aus. Ja? Niemand kann das. Also ich kriege auch oft E-Mails, wo die Leute sagen, hey Carla, aber du bist so diszipliniert. Nein, bin ich nicht. Bin ich wirklich nicht. Also ich liebe Süßigkeiten. Und wichtig ist, dass du das Gesamtkonzept siehst. Ja? Wichtig ist, dass du Spaß an der Sache hast und dass du etwas dauerhaft durchziehst. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn man mal eine ganze Tafel Schokolade gegessen hat. Und das ist ganz wichtig und das ist das, was ich dir hier in diesem Video mitgeben möchte. Ganz wichtig ist, dass du Gewohnheiten etablierst. Das heißt, jeden Tag ein bisschen machen ist zu 1000% effektiver, als was voller Elan anzufangen und dann flacht die Kurve so ab und irgendwann ist es beim Teufel und du bist genau wieder da, wo du vorher warst und noch schlimmer, weil du eben frustriert bist, dass du es wieder mal nicht geschafft hast, weil du wieder mal nicht die Willenskraft hattest, wieder mal nicht diszipliniert warst. Und wir sind Gewohnheitstiere, wir machen Dinge, wenn wir sie immer wieder tun, irgendwann automatisch. Du denkst wahrscheinlich auch nicht drüber nach, ob du Zähne putzt oder, weiß ich nicht, ob du staubsaugst oder deinen Hund rauslässt. Also es sind einfach Dinge, die du automatisch machst. Und wenn du das schaffst, in deinen Alltag zu integrieren, dann wird es immer, immer leichter. Am Anfang ist es nicht so einfach, das gebe ich zu. Aber wenn du es etabliert hast, meistens so nach 20 bis 30 Tagen, wird es richtig einfach und es macht Spaß, weil du dann die Erfolge siehst. Mein Tipp an dich ist, fang bitte ganz, 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 ganz klein an. Es gibt ein japanisches Konzept, das heißt Kaizen und das bedeutet einfach, dass man die Aufgabe, die man vor sich hat, in winzig kleine Bruchstücke aufteilt. Das heißt, wenn es dir vorkommt, sei es unmöglich, jeden Tag zu trainieren, dann überleg dir mal, okay, was ist für dich möglich zu machen? Sind es 10 Minuten? Wenn du sagst, 10 Minuten, 10 Minuten schaffe ich nicht. Sind es 5 Minuten? Wenn es die nicht sind, sind es vielleicht 2 oder 1. Aber fang mit dem kleinstmöglichen an, wobei du dich wohlfühlst. Ja? Und dann fängst du an zu steigern. Jeden Tag 1 Minute Sport ist 100% besser als 0 Minuten Sport. Und dann steigerst du es langsam. Und genau das mache ich auch. Ich habe früher ganz intensiv und ganz viel trainiert. Ich bin extrem viel gelaufen. Ich habe stundenlang damit verbracht. Also Sport war wirklich nicht nur mein halbes, sondern mein ganzes Leben. Und und dann habe ich Kinder bekommen. Mittlerweile das zweite. Der Kleine ist zu dem Zeitpunkt dieses Videos noch ein Baby. Ich kann das nicht. Ja, wie soll ich das machen? Ich kann ja nicht den Kinderwagen an den Beckenrand stellen und dann eine Stunde schwimmen gehen. Manchmal gehe ich mit ihm joggen, aber das ist auch nicht unbedingt der Knaller. Also ich versuche wirklich dann, das in den Alltag zu integrieren. Und das funktioniert. Für mich sind es jeden Tag 10 bis 20 Minuten. Wenn dir das zu viel ist, dann mach weniger. Mach jeden Tag 1 Minute. Mein Tipp, mach es am besten in der Früh, damit nichts mehr dazwischen kommt. Wenn das nicht geht, dann such dir aber einen festen Zeitpunkt. Also zum Beispiel jeden Tag um 18 Uhr. Und dann komme, was wolle. Selbst wenn du Kinder hast, das ist dann deine Zeit. Ja? Deine 5 Minuten und die gehören dir. Und wenn du das lange machst, immer wieder, nicht aufhören, dann wird es leicht. Wird es immer einfacher. Das heißt, such dir was ganz Kleines nach dem Kaizen-Prinzip,
implementiere es jeden Tag ein bisschen, sodass es noch nicht wehtut, und steigere es dann langsam. Und dann wirst du Erfolg haben. Es geht gar nicht anders. Bitte hinterlass mir einen Kommentar, lass mich deine Erfahrungen wissen. Und ich freue mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Klick auf die Glocke, damit du immer erfährst, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Und ich freue mich auch über einen Daumen hoch. Bis bald. Ciao.